So, also wir haben viel zu tun. Mauern und Pumpjacks. Du. Die brauchen alle Strom, ne? Ey, ja. Und wie organisieren wir die am besten? Das ist auch ein Problem, weil ich glaube, wir setzen einfach noch nicht alle Ölfelder auf. Also wir machen noch nicht überall die Pumpjacks rein, weil die Rohre können nur so und so viel Öl transportieren. Also die, die wir jetzt haben. Es gab ja anscheinend MK2-Rohre. Die müssen wir uns dann mal angucken. Erstmal. Komm, bau davon ganz viele. Wir hatten jetzt schon dreimal gehabt, dass wir nicht genug Rohre hatten. Das ist irgendwie komisch. So. Genau, mach das mal hier hoch. Ding, 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 ding. Hier kommt hier vielleicht noch ein Pumpjack hin, da noch einen und die vier reichen dann erstmal. Weil die kosten ja auch ein bisschen was in der Herstellung. Und Strom. Hatten wir jetzt die? Ja, da, komm, wir brauchen mehr Stahl. Ich will mein tolles neues Muster bauen. Die ganzen alten Dinger hier abreißen. Ich hoffe mal, dass Patches und/oder diverse Mods das eingestellt haben, dass man jetzt die kleinen Pfosten hier durch die mittleren ersetzen kann. Einfach durch Rechtsklick drüber. Ich glaube, das ging nämlich vorher nicht. Das war ein bisschen lästig. Steine und Sand sammeln sich. Sand kann man richtig schön hochstecken. Das ist gut. Mauern. Ja, und das Öl müssten wir theoretisch später auch noch hochschaffen. Aber wie gesagt, die Felder da reichen erstmal schon für eine ganze Weile. Du. Gib her. Zu viel Kohle dabei. Mauern. 31 Mauern, bitte. So. Dann hätte ich jetzt noch ganz gerne Eise. Na komm, wir können auch Holzkisten nehmen. Und zwar eine Holzkiste, die packe ich hier in der Nähe von denen hin. Weil ich denke mal, zwischen den Steam Engines und hier wird nichts großartig mehr gebaut. Das heißt, hier sind jetzt Kisten für Krimskrams, den ich nicht so wirklich im Inventar haben möchte. Also sowas zum Beispiel. Alien-Artefakte können auch erstmal eingelagert werden. Resin kann eingelagert werden. Lernfilm brauche ich gerade nicht. Altes Werkzeug brauche ich nicht. Das Werkzeug brauche ich auch nicht mehr. So, schon besser. Stahl wollte ich holen. Das sind Zahnräder. Hier sind Eisenplatten. Hier, oh. Hier ist ein ganz bisschen Stahl. Schon mau, ne? Aber na gut. 10 Stück. Und Rechtsklick? Nein, geht nicht. Schade. Aber gut. Das heißt, wir können jetzt. Ja, genau. Ich werde jetzt diese ganzen Stellen, wo wir so einen Krickelkrakel machen mussten, wie hier zum Beispiel, da werde ich die ersetzen. Oder hier. Uah. Du weg, du dahin. Du weg, du dahin. Du weg. Du weg, du dahin. Na, alles Strom? Alles Strom. Moment mal, wie setzt sich das Muster, wenn das so ist? Da. Okay, da, da. Haben wir noch irgendwo Krickelkrackel? Da ist okay, das. Hier sieht es übel aus. Komm her. Du gehörst ins Muster. Du gehörst ins Muster. Der Rest kann weg. Da ist noch einer. Du kannst auch weg. Oh, okay. Dann musst du dahin und du dahin. Sehr schön. Das mit dem Stahl macht mir aber doch ein bisschen Sorgen. Dass das so lange dauert in der Herstellung. Aber es ist halt der allererste Ofen. Nicht der. Der da. Ist halt der allererste Ofen. Der ist recht langsam. Ja, wir haben ja gleich den nächsten Ofen, wenn ich es richtig sehe. Noch einmal kurz ticken. Oh, du brauchst Strom. Warte. Du weg. Du hin. So, Steel Furnace MK1. Braucht Stahl. Smelting Speed 2. Erlaubt den da. Und der elektrische hat auch Smelting Speed 2. Braucht aber nur Strom. Braucht aber schon rote Chips. Was braucht man für rote Chips? Rote Chips waren noch okay. Die brauchten keine Flüssigkeit. Erst die blauen brauchten Flüssigkeiten.
Und ich denke mal, die Lila werden auch irgendwas ganz Unangenehmes brauchen. Rote müssten aber gehen. Das heißt, das könnten wir als nächstes erforschen. Das wird dann richtig in den Strom gehen. So, und hier sind die besseren Pipes. Die brauchen nur 50 Rote. Ich glaube, das mache ich mal flott. Bessere Pumpe. Bessere Steam Engines. Nur rote Tränke. Jo, mach mal. Du da. Bau bitte. Du weg. Bau. Unter was sind die Schmelzöfen? Ach, hier. Stahl und Stein. Stein. Habe Stahl. Ja, wir können genau einbauen. Wow, Wahnsinn. Also eventuell mehr Schmelzöfen für Stahlproduktion. Huh? Erstmal gucken, wie der funktioniert. Und der ist auch so klein. Aber hey, doppelt so schnell. Kann man nicht sagen. Gib mal hier ein paar. So. Goodie. Also, der macht schon mal sein Ding. Wenn genug Stahl sich angesammelt hat, können wir dann auch. Warte mal, es staut sich hier schon. Na, es geht. Wir brauchen mehr Eisen. Ich wollte sagen, wir können jetzt einfach den hier da drunter setzen. Den brauchen wir wieder so. Also, erstmal brauchst du Treibstoff. Dann brauchen wir die komischen Long Half Output Inserter. Long Half Put. Long Half Output Insert, die da, zwei Stück. Von da nach da, von da nach da. Du kriegst auch schon mal 200 vorgefüttert. So, das geht schneller. Eisen. Es sieht mir irgendwie nicht so aus, als wenn es genug Eisen wäre. Das da hinten müsste auch noch angeschlossen werden, aber Strom sieht okay aus. Hier. Ja. Ich sehe ganz viel Erz. Es staut sich bis nach unten. Das hängt echt nur in den Schmelzöfen. Wir haben keine Steine dabei. Gib mir Steine. Stein. Warum hebst du das nicht auf? Achso. Stein, 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 Stein. So. Bau mir bitte zwei weitere Furnaces. Da. Setzt die dahin und dahin. Wir haben jetzt ja bessere Strommasten, damit die auch alle schön ihre Ärmchen bekommen. Und zwei davon sind Overkill. Das wurde in den Kommentaren schon richtig erwähnt. Da reicht noch einer. Du da, du da. Du da, du da. Alle kriegen Kohle. So, die alten werden auch mal aufgefüllt. Es geht übrigens auch alles mit Tasten. Also ich könnte die Kohle auch hier unten reinlegen, die Kohle markieren und dann sofort rechtsklicken. Aber ich habe mir das irgendwie so angewöhnt mit dem Öffnen. Und das klack, 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 klack ist auch ganz cool. So, also wir haben jetzt hier mehr Leute, die einschmelzen, das ist gut. Wir haben trotzdem noch Platten, die hier eingelagert werden. Das Prinzip finde ich gut. Also ich finde es gut, dass wir unsere Hauptschlagadern da haben und die Verknüpfung und die Automatisierung und so weiter. Aber ich habe trotzdem immer ganz gerne so kleine Kisten, wo ich weiß, wenn ich für irgendein privates Projekt Eisen brauche, da gehe ich hin, da kann ich es mir abholen. Allerdings ist mir das hier ein bisschen zu schnell, der. Es gab noch einen langsamen Arm, ne? Also ja, der hier ist befeuert, aber es gab noch einen extra Arm, der langsam war. Soweit ich weiß, aber den sehe ich gerade nicht. Na gut, dann nehme ich erstmal das hier alles mit. Und hau das oben irgendwo hin. Hier. Bitteschön, 200 Stück. Da, noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Und gib mir ganz viel Stahl. Ich will ganz viele Strommasten aufstellen. Und Chips dürfen sich nicht stapeln. Genau, die da hätte ich gerne. Zack, 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 zack. Mehr Stahl, mehr Zeug. Und ich drücke mich die ganze Zeit darum, das Öl oben zu machen, ne? Ja. Okay. Gehen wir hoch, machen wir es mit dem Öl. Da.
Und ich setze das erstmal hoch mit den billigen Strommasten, weil wir die anderen noch nicht so regelmäßig bauen können. So. Wie viel haben wir davon jetzt? 15. Ja, okay. So müsste das richtig sein. Genau, richtig? Ja, okay. Du da, du da. Darunter, dahin. Ihr arbeitet schon. Sehr gut. Wir haben allerdings noch keine Öltanks, wenn ich das richtig sehe. Das sollte unser nächstes Ding eigentlich sein. Ich habe mich dabei ablenken lassen. Wir können jetzt schon mal die hier nehmen. Achso, das müssen wir auch noch alles verkabeln. Ach du gute Güte. Du, weg. Da kann das noch hin. So. Genau so. Zwei Abstand. Und wo sollte jetzt die Mauer hin? Hier oben, ha? Okay. Damit wir genug Platz haben. Du. Und hat da bestimmt wieder irgendwo einen Fehler drin, oder? 1, 2. Ne, ist alles gut. Und bis hier oben müssen die Rohre dahin. Zack. Zack. Dann kommen die Tanks, dann kommen von den Tanks die ganzen Verflechtungen. Ja, hier ist die Mauer. Kann ich ja schon mal dezent andeuten. Das heißt, hier nehme ich einen von den guten. So, ja, ruhig ein paar mehr. 2, 3 reichen. Dann kommt Turm. Und dann hatten wir 3 Abstand gesagt, richtig? Die Lasertürme sind kleiner als der Raketenturm. MG-Turm da. 1, 2, 3 und dann die Mauer. So. Weg. Ja, komm, hier, Kriegsmunition. Panzerbrechende Munition. Ah, brauch auch Stahl. Aber dürfte gut abgehen. So. Also du hast schon ein bisschen was bekommen, das ist auch nicht so wichtig. Wollte ich hier nur andeuten. Und jetzt können wir an den Dingern hier lang die Rohre verlegen, also die unterirdischen Rohre. Das heißt, du machst bitte hier einen Knick. Nee, warte. Du machst bitte hier einen Knick, gehst hier lang und dann gehst du hier hoch. Da wirst du unterirdisch. Bis zum nächsten Strommast. Da. So, okay. Bis zum nächsten Strommast. Da gehst du dann gleich wieder runter. Gehst du wieder hoch. Gehst wieder runter. Das ist ungleichmäßig. Ich brauche mehr Rohre. Rohre sind unter Strom. Oh, ganz viele davon. Ganz viele davon. So, da geht's runter, hier geht's hoch, da geht's runter. Das zieht sich ein bisschen. Okay, dich verteilen wir aber mal weiter. Die ganzen alten Dinger können weg, werden dann später nach und nach ersetzt. Was war das gerade für ein komisches... Oh, was bist denn du? Der Boden hier ist anders und klingt auch anders, aber ich kann ihn nicht abbauen. Aber schön, je mehr Biomeffekte es gibt, desto besser. Wetter wäre noch richtig schön, aber das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. So, Rohre sind in Arbeit. Da. Ne, nicht da raus. Da raus, da runter. Da raus, da runter. Da raus, da runter. Ah, das ist schon eine ganz schöne Strecke da oben. Da raus, da runter. Raus, runter. Wir dürften jetzt nicht das Wasser treffen. Das war der Plan. Und hier ist schon das. Okay, das heißt, hier geht es nicht mehr runter. Hier geht es jetzt links rum. Und da geht es wieder runter. Und dann geht es hier irgendwo so in den Tanks hin. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Hier? Ne, war falsch.
Dreh. So. Also irgendwo hier kommen dann die ganzen Tanks hin. Und die Bäume werden weg müssen. Wobei, wenn ich die Tanks hier relativ, ja, so hier hin packe, ähnlich wie in der ersten Basis 6 oder 8 Tanks untereinander, dann könnten wir die Bäume hier stehen lassen. Weil dann ist alles Smogfilter und da drüben sind ja Basen. Das ist jetzt nicht so schön. Weil ich glaube, die Beite hatten die Angewohnheit, wenn sie erstmal aggressiv werden, also wenn der Smog jetzt da hinten ankommt, dann merken die, aha, da ist Umweltverschmutzung, das müssen wir wegmachen. Und sie mutieren. Das heißt, irgendwann läuft dann von hier eine Gruppe von Beißern los. Und die läuft zu unserer Basis. Sie kann aber nicht durch Wasser. Und an jeder Basis, wo sie vorbeiläuft, nimmt sie die Beißer mit, die in der Basis sind. Und so können richtig große Horden entstehen. Das heißt, wenn wir das Ding hier aggroen, dann läuft das einmal außen rum und nimmt alles mit. Das wäre nicht so schön. Aber wir können auf dem Wasser keine Bäume bauen. Okay. Das wird interessant. Wird auf jeden Fall interessant. Yeah. Nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich laufe erstmal neue. Hast du keinen Strom?